Claudia B. aus Koblenz in Deutschland. 2 Punkte für die Wiener Innenstadt. Begründung: Der Charme fehlt. Zwar ist Wien durch die ganzen Sehenswürdigkeiten, Museen und Ausstellungen auf jeden Fall eine Reise wert. Der jedoch so angepriesene Charme fehlt einfach. Es ist eine hektische Großstadt, wie andere auch. An vielen Ecken sehr viel Elend und Dreck, muss man leider so ausdrücken. Wir befinden uns im Urlaub mitten in Wien, quasi mitten im touristischen Herz der Bundeshauptstadt. Leider haben wir den Fehler gemacht, uns vorher auf TripAdvisor zu erkundigen, was uns denn hier erwarten könnte und waren bestürzt. Es muss ja wirklich ein Drama sein. Alex H. 2009 aus Huddersfield im United Kingdom war im Juli 2017 im Kunsthistorischen Museum, bewertet es nur mit 1 von 5 Punkten, also ungenügend. Okay for very old art. Bit dull, to be honest. Too much of the same stuff. Bored the kids to death. The Natural History Museum is a much better trip. Na, dann gehen wir ins Naturhistorische, ne? Naturhistorisches Museum Wien. Auf TripAdvisor über 4000 Mal bewertet, mit einer Durchschnittswertung von 4,5 Punkten. Was sehr gut ist. Nicht jeder fand es so toll. SIS 257 aus Hamburg schreibt im April 2016, wer es mag, für Kinder interessant. Wer ausgestopfte Tiere mag, der fühlt sich hier sicherlich wohl. Eventuell wäre es mit einer Führung oder einem Audioguide besser gewesen. Für uns war es leider das Geld nicht wert. Für Kinder ist es sehr interessant und gibt viel zu entdecken. Großes Highlight, das Gebäude. Wiener Innenstadt. Wir waren am 17. Juni in Wien und maßlos enttäuscht. Der Ring war gesperrt wegen einer Schwulen- und Lesbenparade. Das bedeutet Verkehrschaos in der gesamten Stadt. Menschenmassen ohne Ende. Der Rundfahrtbus quälte sich durch die Stadt von der einen Sehenswürdigkeit zur anderen. Die Erklärung vom Band im Bus war lieblos, ohne Ende. Von Wiener Schmäh nicht die Spur. Der Naschmarkt war dreckig und ziemlich niveaulos. Für uns lebt Wien mehr von der Fantasie als von der Realität vor Ort. Andreas H. schreibt: Zocke, zocke, zocke. Eigentlich kommen meine Frau und ich viel rum. Und dass es in Großstädten teuer ist, das haben wir auch schon festgestellt. Aber Wien ist eine reine Abzockerstadt. Einmal und nie wieder.